Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich begrüße euch aus dem Hauptmenü, denn wir drücken jetzt zurück, damit wir die coole Opening-Cutscene anschauen können. Wir müssen alle Metroids auf Planet Sebes töten. Wir müssen die mechanische Lifeform Mother Brain besiegen. Und das war's. Willkommen zu Metroid Zero Mission. Einem Spiel, welches ich gekonnt ausgewichen bin. Ich bin nämlich kein wirklicher Freund von Hauptcharakteren mit Projektilwaffen, denn bei Projektilwaffen muss man gucken, dass das Projektil beim Gegner ankommt. Und das, da bin ich halt nicht so toll drin. Ich habe das Spiel mal ein Stündchen angespielt, habe da auch ein paar echt coole Tricks beigeschafft. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme das Spiel mal auf. Weil die Metroid-Reihe ist eine echt tolle Reihe. Ich kenne natürlich fast jedes Spiel davon. Nur selbst gespielt habe ich es noch nicht wirklich. Und irgendwann ist immer das erste Mal. Ich würde gerne auf leicht spielen, aber dann wäre es ja langweilig. Deswegen normal. Naja, ich habe leicht Angst, wenn ich ehrlich bin. Planet Sebes. Einst in friedvolleren Zeiten war er meine Heimat, lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission, Samus Aran. Na dann, los geht's, Samus. Werden wir Freunde? Wir werden sehen. Na dann, wir haben unsere Waffe, wir können echt geil springen. Und wir können uns morphen mit dem Morphball. Wir erhalten den Morphball, zweimal nach unten für den Morphball, bla bla bla. So, und ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber hey, wir können's. So, wir können halt nicht wirklich weit schießen, aber für den Moment soll uns das nicht stören. So. Warum hast du dich jetzt nicht geduckt? Da, schon die ersten Probleme, die ich mit der guten Samus habe. Und das liegt keinesfalls daran, dass sie eine Frau ist, denn ich spiele sehr gerne Frauen. Das hört sich komisch an. Ich spiele gerne weibliche Protagonisten, denn, weiß ich nicht, männliche Protagonisten werden halt nach einer Zeit lang langweilig. Von daher springen wir in die Vogelstatue und lassen uns den Weg zeigen. Das ist eine Chozo-Statue. Statue? Genau. Denn Samus ist ein Waisenkind. Ihre Eltern sind gestorben und sie ist auf diesem Planeten hier aufgewachsen bei den Chozo, die ihr auch diesen echt genialen Anzug gegeben haben. Samus ist über 2 Meter, oder? Samus war, glaube ich, über 2 Meter groß. Hahaha, Meter groß, versteht ihr? Und ja, dieser Anzug ist halt auch von den Chozo, aber wir werden ja hinterher sehen. Unser Beam reicht noch nicht bis dahin. Wir müssen erstmal den Long Beam finden. Und ich glaube, den gab es sogar schon hier, oder? So, dich haben wir gekillt. Huch, dich haben wir gekillt. So, tju. Ich bin halt echt schlecht in so Run-and-Gun-Spielen. Der Long Beam. Nee, der Distance Beam. Distance Beam? Okay. Das wusste ich nicht, dass der Distance Beam heißt. Ich meine, der hieß Long Beam. So, und jetzt können wir schön bis nach ganz oben feuern. Und wir können sogar... Moment. Genau. Sowas können wir machen. Das ist zwar recht schwer, aber
nicht unmöglich. Damit sparen wir uns nämlich ein paar Minuten des Spiels, was zwar jetzt nicht so schlimm ist, aber hey. So geht's. Wunderbar, habe ich's geschafft. So Ruhephasen werdet ihr noch öfters hören oder eben nicht hören, denn ein paar Tricks möchte ich euch zeigen, die ich schon ausgetestet hatte. Und deswegen mein erster Spielstand, aber hey. So, hier werden wir nämlich rausgekommen, nur mal um zu zeigen. Ich habe jetzt halt eben ein paar Minuten des Spiels übersprungen, aber das ist nicht wichtig, denn man hätte uns quasi nur gezeigt, hey, Jung, hier kommst du nicht lang. So, jetzt können wir nämlich hier lang gehen. Und ich glaube sogar schon unsere erste Erweiterung gleich kriegen. So, hier gehen wir noch nicht. Hier ist doch interessant. Guck mal da. Okay, hier ist nicht wirklich so viel interessant, aber wir speichern mal das Spiel. Ach ja, Metroid Zero Mission, das Remake des ersten Metroid-Spiels. Metroid-Spiels. Das halt echt hart war und ich sag mal so, dieses Spiel wird für mich auch nicht gerade ein Zuckerschlecken. Denn, wie gesagt, ich bin halt nicht wirklich gut in Run and Gun? Heißt das so, das Genre? Schießspiele. Nicht Ballerspiele, sondern wirklich Spiele, wo man schießen muss. So, öffnet rote Schleusen. Hier kommen wir noch nicht weiter. Hier brauchen wir die Bomben. Huch. So. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Boss, glaube ich. Bam. Den können wir auf zwei verschiedene Arten besiegen. Und zwar... Genau, mit drei Missiles sofort oder später, denn später treffen wir ihn nochmal und es kommt eigentlich nicht darauf an, wann man ihn besiegt, aber desto früher man ihn besiegt, desto eher hat man den Charge Beam, der eine Neuerung von Zero Mission ist, oder? Ich glaube, den Charge Beam gab es früher noch gar nicht. Correct me if I'm wrong. So. Ich mag aber auf jeden Fall, wie Samus springt. Wir speichern einfach nochmal, denn was man hat, das hat man. So. Das LP wird sehr wahrscheinlich viel mit so arbeiten, denn ich muss mich halt echt deutlich mehr konzentrieren als zum Beispiel bei Fire Emblem oder sowas in der Art. Säure. Denn... das Spiel ist gameplay-technisch quasi blind, nur halt vom Grundsinn, sag ich jetzt mal nicht. Also, ich kenne halt das Spiel im Grundsatz. Huch, och, Leutchen, geht mal weg hier. Okay, anders. Ich werde von Fliegen getötet. Da kommen ja immer mehr. Nein, 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 lass mich. Habe ich irgendwas zum Auffüllen? Nein. Fliegen haben mich getötet. Ich bin so ein Metroid-Fan. Ich mag Metroid. Metroid ist toll. Und Metroid mag mich anscheinend auch. Oh. Das ist leicht traurig. Aber hey. Dann... ja. Nicht traurig sein. Jeder Mensch ist schon mal an der Fliege gestorben. Hust. So. Dann mache ich es halt anders. So nehme ich. Missile-Container. Ballern wir uns durch.
Ich hasse so kleine Scheißgegner, Mann. So, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5. Nee. 5 reichen nicht. 5 Missiles? Oder hat's gereicht? Keine Ahnung. Oder? Ja, so hat's anscheinend gereicht. So, da war doch noch einer. Ich hab dich gesehen. Du kommst doch jetzt und sniperst mich. Komm mal her, mein Junge. Komm mal her, meine Fliege. So. Wie gesagt, es tut mir ein wenig leid, wenn ihr jetzt erwartet, hey, den geilen Penner, der alles schon kann. Aber ich habe nie wirklich ein Metroid durchgespielt oder überhaupt groß gespielt. Ich habe halt jedes Metroid in irgendeiner Form mal so ein bisschen gesampelt, aber mehr auch nicht. Aber diese Spieleserie hat's. Aber so richtig verdient. Und hui. Ich hoffe, Nintendo macht mal wieder ein neues Metroid, denn Metroid ist ja so ein wenig gestorben nach Metroid Other M. Und nein, Federation Force ist halt jetzt nicht so das gute Spiel, wo man sagen könnte, hey Leute, ihr kennt doch Metroid, oder? Metroid ist ein gutes Spiel und hier mit Federation Force habt ihr jetzt für den 3DS ein gutes Spiel. Was jetzt nicht heißt, dass Federation Force ein schlechtes Spiel wird. Im Gegenteil, ich glaube, das wird echt Spaß machen, wenn man es mit anderen Leuten spielt. Metroid Federation Force, und ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Ob es halt gut wird oder schlecht, stellt sich halt später raus. Aber ich denke mal, für den ersten Part habe ich mich genug blamiert. Ich roll mich mal in meine Ecke und sag, auch wenn der Part ein wenig kürzer ist, hoffe ich, es hat euch gefallen. Metroid Zero Mission ist generell ein kurzes Spiel. Da machen auch ein paar kürzere Parts nicht so den Braten fett. Daher, ich bin der Momo, das ist Samus und ich sag Tschüsseken.